Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich habe gerade noch Lebkuchen immer reingestopft. Ich hatte wieder so eine Schwangerschaftsübelkeit, da hilft es manchmal, wenn ich was esse. Wir sind an der Kinta, wir haben jetzt einen Termin mit einem Türbauer. Wir gehen mal hoch und schauen, was unsere Mitarbeiter machen. Einmal Hallo sagen. Prost. Einmal für euch, um das zu sehen. Wir haben jetzt die Holzbalken gegen Stahlbeton ausgetauscht. Ist auch gut für die Statik. Und das morsche Holz musste ja raus. Was für eine Arbeit. Was man alles bedenken muss. Auch hier überall die Träger drin. Ich werde vermutlich ein Kindervideo hier mit mehreren Tagen und Wochen zusammenschneiden, damit ihr die Fortschritte seht. Ja genau, wir warten jetzt wie gesagt auf den Türbauer. Wir haben ganz viele Beispiele ausgedruckt, dass wir das denen in die Hand drücken können. Wir brauchen nämlich Angebote. Ich habe keine Ahnung, was hier eine Tür von einem Tischler kostet. Wir müssen auch über die Hauseingangstüren sprechen. Das hier möchten wir genauso behalten. Allerdings mit nur einer Tür, weil wir hier wahrscheinlich alle Einkäufe reintragen müssen. Dann ist es praktischer. Aber auch mit Glas. Vielleicht oben so ein Lichtstreifen und dann einfach eine Tür mit Glas, damit wir noch mehr Licht im Haus haben. Die Haustür wollen wir flügeltürig lassen. Und das soll alles nachgebaut werden wie im Original. Oben mit dem Lichtfenster. Ich setze mich mal hin. Ein Schatten. Oh, ein bisschen ausruhen. Von nix. Ich warte, wie gesagt. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Alex hat mir gerade den Albert sauber gemacht. Wir fahren jetzt nämlich gleich zur Kinta. Vorher müssen wir auch Mittag essen. Und wir nehmen unser Baustellenfahrzeug und vom Oldtimer. Letztens hat jemand gefragt, von welchem Jahrgang der ist. 77. 1977. Aber diese Modelle wurden in den 60er Jahren gebaut und dieses, so ein Lieferfahrzeug wurde. Nee, gibt's hier nicht. Ich habe noch nicht nachgerüstet. Bei mir habe ich, aber Sicherheitsgurt habe ich bei dir noch nicht nachgerüstet. Wir fahren langsam. Ja. Ist ja erlaubt bei Oldtimern ohne, aber trotzdem rüsten wir gerne nach. Einen Gurt habe ich, aber ich kam echt noch nicht dazu. Alles aber gut. Nur also fahre ich immer alleine. Ich habe bei mir. Aber es hat geregnet und ich glaube, es ist sicherer hier mitzufahren als mit dem Roller zu zweit. Weil Alex sagt, das ist ganz schön rutschig. Genau, ich bin vorhin gefahren. Okay. Sehr rutschig. Jetzt wird's laut. Ja, ich muss hier vorwärmen, ne? Vorglühen. 30 Sekunden. Ist auch einerseits nachhaltig, ne? Die Kiste ist schon 77er Bau. Ja, so viel fahren wir nicht und wir müssen nicht neu kaufen. Da ist er. Ne. Warte mal, er kommt nicht zu. So sieht's aus mit der Motorhaube, so ein bisschen abgespaced mit den Lichtern hier. Wir sind an der Kinta angekommen, wir hören schon den Betonmischer. So, wir sind im Haus, es ist ein bisschen dunkel, weil die Türen alle zu sind. Wir haben gerade mit unseren Mitarbeitern gesprochen, es wird langsam hier auch ein bisschen regnerischer über die Tage, deswegen sind die ganzen Sachen und die Bank für die Pause nach innen eingezogen. Eine Tür ging ja hier nach draußen durch den Tunnel, die wurde jetzt schon mal zugemauert. Unsere Mitarbeiter kümmern sich jetzt um das Verputzen der Wände. Das ist natürlich auch schon mal ein großer Schritt. Gerade wird der alte Bruchstein, die alte Bruchsteinmauer komplett abgewaschen mit Wasser, damit der alte Sand da rauskommt. Zeige ich euch gleich. Also das ganze Erdgeschoss wird jetzt demnächst komplett gereinigt und neu verputzt. Deswegen haben wir schon neue Zementsäcke. Und hier ist ganz wichtig, weil es eine alte Bruchsteinmauer ist, Kalkputz zu nehmen. Dann wurden auch hier oben Träger gesetzt für die Fenster, für die Statik. Dann wird hier noch demnächst Boden reinkommen. Das fehlt noch. Ihr hört wahrscheinlich schon den Hochdruckreiniger. Baulicht ist auch am Start. Im Obergeschoss wurden auch alle Wände gereinigt. Also man sieht, dass es aktuell ein bisschen geht weniger voran. Es waren Feiertage und so. Hier sieht man schon einen Putz. Was ist das denn? Das ist so ein Grobputz. Das ist gar nicht glatt, ne? Muss ich mal Alex fragen, der hat Ahnung von sowas. Ich dachte jetzt, das wird richtig schön glatt gestrichen. Wahrscheinlich ist das der erste Putz. Sieht aus, als ob das irgendwie drauf gespritzt wurde. Das sind auch jetzt erst nur die Außenwände, sehe ich gerade. Die Innenwände sind noch gar nicht verputzt. Was aber auch noch keinen Sinn macht, weil Januar kommt das Dach runter. Die Termine stehen. Das Material ist bestellt. Handwerker sind bereit für Januar. Dann geht es hier ans Dach. Und der Putz soll ja auch nicht so viel Wasser ziehen. Deswegen erstmal jetzt die Außenwände aushärten lassen. Genau so hatte ich mir das halt vorgestellt. Okay, jetzt sieht man das ganz gut. Erst den Grobputz und dann wird glatt verspachtelt. Das mussten wir jetzt hier schon anbringen, diese Betonwand.
weil hier kommt der Toilettenkasten drauf für den Klempner. Da sieht man mal, wie viel Putz da noch drauf kommt. Ne? Ist schon ordentlich. Okay, dann ist das nur ein Grobputz und dann wird es verspachtelt nochmal. Jede Menge Arbeit. Aber die fangen unten dann an, alles glatt zu ziehen, weil da kommt nicht so viel Feuchtigkeit, Regen rein, weil wir ja die Bodendecke haben. Oh, ich kann es kaum warten, hier einzuziehen. Ach, Schatz, die läuft da hinten rum. Genau, man hört den Hochdruckreiniger. Alex hat mir das gerade schon erklärt, wenn man den ganzen Sand, den alten Putz nicht rauswäscht, dann hat man das Problem, dass nachher da nichts mehr haftet an neuen Mörtel und Putz. Was machst du hier hinten im Garten? Schört dich. Alles cool? Ich bin die Vögelnester. Ja, ist so schön für die Vögel, dass sie da Nester haben. Ich habe eine Frage an den Experten. Ja. Oben die Außenwände sind ja schon geputzt. Ja. Das ist ja so gesprenkelt, nicht glatt. Ist das der Grobputz? Ja. Und das so gesprenkelt ist? Keine Sorge, ja. Wie wird das dran gemacht? Wird das drauf gesprüht? Das haben wir mit Hand drauf geschmissen. Einfach drauf scheißen. Ja, klar. Das hätte ich gern gefilmt. Und da, wo jetzt der Toilettenkasten dran kommt, da ist schon richtig glatt gestrichen. Genau, habe ich darum gebeten, weil das wird ja quasi dann vorgesetzt, der Kasten. Und wieso mache ich das nicht Fliese zugemacht. Und wieso mache ich nicht sofort so einen glatten Anstrich? Weil das die erste Lage ist. Dann mache ich die eine zweite Lage, den quasi auf Level bringen. Damit quasi die Lücken zwischen den Steinen auch zu sind. Genau, erstmal so schmeißen, also da alle Lücken schließen und groben. Schmeiß den Beton. Putz und dann machen die dann, werden die solche Fliesen setzen überall, damit du auf Level dann diesen feineren Putz drauf und dann abziehen. Das müssen wir unbedingt nochmal filmen. Ja. Hätte ich gerne gesehen. Und dann wird das entgemacht quasi. Ich komme da rein, denke mir so, hä, was ist das? Das sieht aus wie so eine Raufasertapete. Struktur. Wir müssen unsere Kürbisse verschenken. So viel können wir gar nicht. Muss meinen auch noch aufbauen. Karotten sind fertig? Ich habe übrigens einen Kontakt bekommen von einer Frau, die auch so Wände im Garten bemalt. Sieht echt schön aus. Wir müssen uns noch mal ein paar Sachen angucken. Die mal bemalt auch Fliesen. Boah, es wächst ja alles hervorragend. Es sieht voll nach Unkraut aus. Wächst ja alles hervorragend. Ja, solange es grün ist, wächst doch. Guck dir mal unseren Kohl an, Alex. Ich muss dir sagen, hier sehen alle Gärten so aus. Die sind voll zugewuchert hier. Jupp. Wenn du hier so rumfährst. Die Leute stressen sich hier nicht wegen diesen paar Unkraut. Guck doch mal, wie groß der Kohl geworden ist. Oh, wir haben ein paar Schnecken. Schnecken gibt es hier viele. Ja. Das ist vielleicht eine Raupe sogar. Die muss man normalerweise alle mit Hand absammeln, diese Raupen. Ich guck mir ja so ein paar Selbstversorger auf YouTube auch an. So, guck mal. Kerle. Karotte. Boah, ist noch zu klein. Wie riesig wird sie denn? Der Kohl muss ja auch erstmal noch kommen. Karotte kann noch höher werden. Rote Beete. Ich glaube, die kann auch noch ein bisschen. Wir haben aktuell viel Regen, das tut natürlich dem Salat gut. Die müssen noch. Der Salat sieht auch schon herrlich aus. Der sieht echt lecker aus, ne? Ja. Den kann man echt schon essen hier sowas. Ich habe noch Salat. Ja. Mal zum Ende der Woche. Aber den nächsten bitte nicht kaufen, dann können wir hier schon pflücken. Ja. Weil der reicht schon, der ist ja richtig frisch. Schön knackig. Hier ein paar Frühlingszwiebeln. Hier, willst du probieren? Soll man den essen, ne? Bevor die Schnecken kommen. Ich glaube, der wird aber noch größer. Mmh. Lecker. Der kann aber noch wachsen. Das nicht wegschmeißen, Alex. Daraus habe ich schon mal Möhrchenpesto gemacht. Ja, oder Gemüsebrühe. Ne? Grüne Pesto oder Gemüsebrühepulver. Ich bin gespannt, ob die Tomaten kommen, weil es so viel regnet aktuell und die nicht geschützt sind. Ein bisschen Frühlingszwiebel. Ja, wie ihr sehen könnt, man sieht aktuell nicht so große Schritte, obwohl die Jungs natürlich hier jeden Tag fleißig am Arbeiten sind. Aber ab Januar geht es dann hier richtig ab, wenn das Dach wegkommt. Und ich glaube, bis dahin kann man auch wieder was zeigen. Okay. Ach, ich habe ja keinen Gurt, das ist. Ich würde sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.